Wandern am Wolfgangsee ist ganz was Besonderes. Und dass dies jetzt wieder gibt, das ist unserem Verein Naturerlebnis Traunerl zum Verdanken. Wir bauen die Boote selber. Das ist ein besonderes Holz, Lärchenholz oder Tanne, kann man auch hernehmen. Und man braucht da schon besondere Bäume dafür, dass man das Boot überhaupt rausbringt. Die müssen mindestens 8,5 Meter lang sein, eine gewisse Breite haben, sollten ostfrei sein, dass man das Boot wirklich in der Form zusammenleimen kann. Das Ruder ist aus Eschenholz und man hat bei dem Traunerl nur ein Ruder. Und das ist eigentlich das Schwierige, dass man das Boot dann auch richtig steuern kann und dass sich die Leute, die was drin sitzen, da wohl sind. Mit so einer Traunerlfahrt nimmt man natürlich das Wasser, das Ufer ganz anders wahr wie vor einem Motorboot aus. Und wenn man von so einer Bootsfahrt aussteigt, ist wirklich Körper, Geist und Seele, man kann sagen, relaxed, gereinigt. Und man kann wieder frisch in den Tag gehen.